Heute Flohmarkt. Im Platanenhof des Volksbildungswerks Klarental findet heute der erste Kindersachen-Flohmarkt des Fitmacher-Clubs mit attraktivem Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Der Fitmacher-Club ist ein Ganztagsbetreuungsangebot des Volksbildungswerks Klarental. Ja, heute ist unser erster gemeinsamer Flohmarkt mit dem Elternbeirat des Fitmacher-Clubs in Klarental. Uns ist es ein großes Anliegen, gemeinsam mit dem Elternbeirat Veranstaltungen zu organisieren. Dieser Flohmarkt ist eine Gelegenheit, dass er sich mal vorstellt, allen Eltern, weil es sind heute viele Eltern vom Fitmacher-Club hier. Die Idee ist entstanden, dass wir gesagt haben, in Klarental müsste es doch einen großen Bedarf geben an Kindersachen-Flohmärkte. Es gibt hier ganz viele Kinder in Klarental. Und wie man sieht, wir haben gleich zu Anfang 18 Stände heute und es kamen auch noch weitere engagierte Eltern dazu. Und ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg über Flohmärkte und Veranstaltungen, wo wir auch die Kinder beteiligen können. Heute haben auch Kinder unsere Fitmacher-Clubs Stände, eine gute Elternarbeit herzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Ohlhäuser. Ich bin die erste Vorsitzende von Elternbeirat aus dem Fitmacher-Club. Die heutige Veranstaltung des Flohmarkt haben wir mitorganisiert mit den Betreuern, mit den Eltern, mit den Kindern. Es gibt verschiedene Angebote für Alt und Jung. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Kinderschminken und Specksteinarbeiten sind nur zwei der Attraktionen für die Kinder. Ich bin vom Spiku Werkstattmobil und biete heute hier Arbeiten mit Speckstein an. Es werden Ketten gemacht, es können Ranzenanhänger gemacht werden. Speckstein ist ein ganz weicher Stein, den kann man ganz simpel mit Sägen und Raspeln bearbeiten. Und die Kinder haben unheimlich Spaß daran. Du weißt was. Warte, ich helfe dir. Heute wird auch ein sogenannter Bücherkasten eingeweiht. Mein Name ist Julia Easterling und ich bin Kunstwerkerin und arbeite mit einer Kollegin zusammen hier im Klarental auf einem Spielplatz. Und da haben wir einen Kunstcontainer und arbeiten jede Woche mit den Kindern dort draußen. Und letztes Jahr haben wir den Auftrag von der Stadt bekommen, 8 von solchen Bücherkästen in den verschiedenen Stadtteilen zu gestalten mit Kindern und an einem Ort zu bringen, wo der stehen kann. Und das haben wir hier auch getan, ganz stark vertreten mit dem Fitmachertisch zusammen, die jeden Donnerstag zu uns raufkommen. Mit denen haben wir zusammen diesen Kasten hier bemalt, mit lauter Märchen und Dingen, die was für die Kinder mit Lesen zu tun haben. Und wir sind sehr froh, dass der hier auf dem Hof stehen kann, weil er hier sicher steht und die Kinder hier in Ruhe sich auch hinsetzen können und lesen können. Das Modell mit den Bücherkästen, die wir im Stadtgebiet aufstellen, machen wir jetzt seit 3 Jahren. Die Idee ist, dass jeder, vor allen Dingen natürlich Kinder, die Möglichkeit haben, ohne dass sie in eine Bibliothek gehen müssen, hier an den Schrank kommen, ein Buch sich ausleihen, ohne irgendwelche Formulare auszufüllen, ohne einen Leseausweis. Vielleicht das Buch hinterher zurückgeben oder auch ein anderes Buch in den Schrank stellen, das dann ein anderes Kind wieder lesen kann. Ich bin auch nicht mit leeren Händen gekommen, denn jedes Mal, wenn wir einen Bücherkasten eröffnen, gibt es auch ein Buch von mir mit dazu. Ich habe es auch vorher schnell nochmal durchgeblättert. Es ist ganz viel Wissenswertes drin. Für die Mädchen besonders interessant, ein großes Kapitel über Pferde. Also wer Pferde-Fan ist, findet hier ganz, ganz viele Bilder und Informationen dazu. Ich wünsche euch mit dem Buch und mit allen anderen Büchern, die im Laufe der Zeit hier in diesem Schrank auftauchen und wieder verschwinden, ganz viel Spaß und sonst noch einen schönen Nachmittag hier. Dankeschön. Der erste Kinderflohmarkt des Fitmacher-Clubs, eine wirklich schöne Veranstaltung. Besonders, weil heute auch neue Besuchsgruppen zum Vorbeischauen und Mitmachen motiviert werden konnten. Insofern ist der Kinderflohmarkt des Fitmacher-Clubs auch ein gutes Beispiel für eine gelungene integrative Stadtteilarbeit.
Die durchweg positive Resonanz zeigt, dass wir uns wohl auf eine baldige Neuauflage des Kinderflohmarktes freuen können.